Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Gag, Alterle. Eine kleine zusätzliche Folge diese Woche, Leute, aber nicht auf dem Zusatzslot, sondern zur regulären Uhrzeit, denn ich hatte tierisch Probleme im PTU bei Star Citizen aufzunehmen. Aus dem Grund dachte ich mir, bis es da wieder einigermaßen reibungslos läuft, machen wir eine zusätzliche No Man's Sky Folge heute rein. Und was machen wir? Wir testen ein bisschen rum, wir basteln ein bisschen rum, machen uns dann aber auf den Weg. Ich schaue schon mal kurz rein. Ich möchte diese Exo-Fahrzeugtechniker-Quest auch noch erledigen, damit wir hier entsprechend weiterkommen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Der Techniker wartet bei seinem Terminal. Hatten wir nicht beim letzten Mal eine Quest, Leute? Ah, das Fernarchiv war es eigentlich, was ich machen wollte. Entschuldigung. Das möchte ich heute abfliegen. Ich möchte aber auch beim Polo kurz vorbeigehen. Gucken, ob der zufällig auch noch Dekorationen hat. Das hat mich so tierisch jetzt geflasht beim letzten Mal. Diese Wandbilder, diese Alien-Graffiti, Leute, die will ich da hinbringen. Wir gucken auch mal ganz kurz in unserem kleinen Computerle hier. Dann richten wir uns her. Und dann will ich erst kurz die Bauschaumarbeiten erledigen. Ich will mal gucken, ob wir das da oben wieder zubekommen. Das ärgert mich ein bisschen, dass der Krater so gesprengt ist, ne? Jetzt gehen wir mal kurz in die Forschung. Also hier haben wir Inneneinrichtungen, das ist soweit klar. Konstruktionsgegenstand, Fenster, nochmal ein Fenster, das werden wir wahrscheinlich sogar noch brauchen. Verschlossene Kiste, Beton, Glas, Würfel, kleiner Keil, Pyramide, die werden wir wahrscheinlich auch noch freischalten. Hier sind Motive drin, Leute, ne? Hier sind Motive drin und die können wir als Alien-Graffiti wahrscheinlich werten. Das machen wir. Das heißt, wenn wir die Quest gleich erledigen, gehen wir noch ein bisschen auf Technologiesuche. Wiederherstellungstechnologie-Module fehlen uns. Wir haben nämlich keine mehr, oder? Ich glaube, wir haben es ja alle verballert. Okay, pass mal auf. Was ich aber noch probieren will, vorbereiten für die nächste größere Baurunde, diese Stützsäulen hier, die will ich nochmal umbauen. Da möchte ich aber erst später noch geschwind was gucken. Pass mal auf, jetzt machen wir das mal ganz locker aus dem Bauch raus. Oh, wie habe ich ihn da geparkt? Alter, was hast du? Der war wieder offline unterwegs. Guck mal. Das hat er gut gemacht. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir die Ränge, sage ich schon, die Höhe so weit hinbekommen, damit wir da auch landen können in unserem Gebiet. Wie bist denn du? Muss ich dich gleich aufladen? Ich hole ein bisschen Kohlenstoff. Ich will nämlich was probieren eben. Alter, was ist denn los mit dir? Was ist denn halt wieder los? Wieso ist denn die immer in der Voreinstellung hier? Den brauchst du doch viel öfter. So, denk dran, hier sind auch Drohnen und Wächter. Leute, das macht so saumäßig Laune. Wir sollten vielleicht sogar, bevor wir aufbrechen, die Gärten einmal ernten und neu ansehen. Weil, da muss es ja auch weitergehen, ne? Das ist ja Sinn und Zweck, dass wir hier Kohle schöpfen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die Graffiti sich da drin macht. Zwei Motive haben wir. Ich weiß nicht, ob ich die bunten Motive will. Ich glaube es nicht. Guck mal, wenn wir hier drin sind, müsste da nicht normalerweise unser Schutzschild hochgehen? Ich weiß es nicht, ich kann's nicht sagen. Holla, jetzt gehen wir mal kurz rein, ein bisschen Energie hat er noch, der Alterle. Wir müssen in die Dekos, bitte. Einmal, jawohl. Und dann möchte ich aber hier in die Motive, Leute. Dieses haben wir und dieses. Aber das kommt auf Schwarz nicht so gut, sehe ich gerade, ne? Außerdem sind die bunten auch nicht ganz, was ich möchte. Wir holen uns da noch ein paar ran. Weißt du, ich habe mir so gedacht, als Alien-Graffiti. Ja, was ist das nicht geil? Aber es leuchtet ja gar nicht mehr. Es leuchtet ja gar nicht mehr so richtig. Dann ist es nicht mehr so geil. Pass mal auf, und das wollte ich so drehen und wollte das hier irgendwie noch so. Ey, du kannst es sogar überlappusmäßig machen. Ey, aber das leuchtet ja gar nicht. Gut, ich dachte, das leuchtet irgendwie. Aber es ist doch trotzdem geil. Der Tunnel kriegt dadurch ein bisschen Leben, ne? Jetzt pass auf, Leute. Kurz einen Alderle aufladen. Hat er ja auch verdient, dass es ihm gut geht. Dann kriegt er ein bisschen Sauerstoff, wenn wir noch haben. Und dann geht es ihm gut. Und dann gehen wir hoch und machen Bauschaumarbeiten. Guck mal, tust mir einen Gefallen und verballer die mal. Ich will lieber mit Sauerstoff in Zukunft wieder. Weißt du? So, wir sind voll. Jetzt pass auf. Also der Alterle ist voll. Hopsa. Genau, guck mal hier, ne? Das ist total weggesprengt. Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, wir können mit dem Manipulator-Modus Terrain, wenn wir hier wechseln, hier können wir eigentlich richtig schön Gas geben, wenn wir das hier wieder zumachen wollen. Ah ja, guck mal, jetzt habe ich es kapiert. Der macht uns hier dann. Wenn du mal hier so drauf drücken willst, du musst ein bisschen weiter vor. Weiter hintere geht's nicht, gell? Wenn du das hier so machst, dann hast du dieses Gitternetz und da hangelt das sich dann entlang, ne? Hier müssen wir wahrscheinlich kleiner. Weil du kannst das schon zumachen, glaube ich. Aber halt schräg, ne? Das ist so ein bisschen so das Problem. Du musst also eigentlich gerade hinstehen. Und dann musst du das so gerade erwischen. Und dann kannst du hier rüber. Wenn das Tool aufgeladen ist, geht das Ganze wahrscheinlich noch besser. So, meine Lieben, da probiere ich es mal aufzuladen. Haben wir da alles da dafür? Ja, klar. Wir nehmen aber das hier. Das brauchen wir momentan am wenigsten. Tool ist voll. Ich stelle mich nochmal gerade hin. So. Mach es ein bisschen kleiner.
So, siehst du, dann kannst du nämlich hier schön ausformen. Da müssen wir wahrscheinlich eine kleinere Kugel nehmen. Dann erst mal kleinere Kugel, Neymar. Und dann kannst du hier auch ausschäumen. Allerdings leider nicht hundertprozentig, wie ich es gerne hätte. Also er macht es nicht ganz gerade, sehe ich gerade, ne? Aber du kriegst es hin. Und das gefällt mir mal gut. Schade, Sohn. Schade, Sohn. Weißt du, so ein bisschen. Und da habe ich mir auch schon eine Deko überlegt, die wir hier hinmachen. Und ich sollte mal ganz kurz gucken. Alter, also, wie hast denn du beim letzten Mal das geschafft, das hier? Nee. Terra-Manipulator war klar. Das war klar. Und du hast das letzte Mal, hast du noch irgendwie. Ich hatte doch da noch andere Strukturen drauf, ne? Beim letzten Mal, Leute. Ich meine, ich habe gegen die Struktur jetzt nicht wirklich was, aber es gibt auch schönere. Jedenfalls kriege ich es zu. Und wenn ich mir da echt mal ein bisschen Zeit nehme und Geduld habe, was ich ja immer habe. Guck mal hier, dann mache ich den Ball jetzt nämlich größer. Dann kann ich das hier schon mal hinformen. Ja, zieh es rüber, Digga. Und da musst du halt ein bisschen rumspielen, bis du das hast, denke ich mal. Ja, ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Ja, es ist nicht ganz das, was ich mir vorstelle. Du, wir konnten doch beim letzten Mal, Leute. Ach, da unten steht's. Form und Materialoption mit Z. Kugel. Form ändern. Ja, genau. Und ich möchte jetzt aber eigentlich die da. Nee, du musst dann, glaube ich. Nee, was kann ich denn da hin und her? Mit R? Nee. Form und Materialoption ist Z. So, letzte Bearbeitung rückgängig machen. Zurück zum Bergbaumenü. Hier steht E und A mit E. Mit E kann ich aufs Viereck. Das wäre schon mal gut, weil ich ja oben drauf was setzen will. Und dann kann ich Material ändern. Und jetzt kommt es drauf an. Basis, Gestein, Berg, Unterwasser, Höhle, Basis. Was ist ein Gestein? Ich glaube, Gestein ist das, was wir hatten, oder? Ah, nee, da oben drauf wird es dann schon Gift. Ja, gut, es ist nicht ganz so wild, wie das jetzt aussieht. Also jetzt im Moment. Im Moment. Oh, kann ich den auch? Wieso ist denn der jetzt so schräg angezeigt? Das gefällt mir ja schon wieder gar nicht. Oder was macht man jetzt da? Ja, der braucht einen Snap-Punkt offensichtlich. Ja, gut, da muss man ein bisschen rumspielen. Wenn da jemand Tricks hat oder so von euch, Leute, ihr wisst ja Bescheid, ne? Dann einfach reinschreiben, dann kann man damit nämlich arbeiten. Siehst du hier zum Beispiel? Ja, es geht schon, aber es ist echt nicht ideal. Wie sieht es denn jetzt von unten aus? So. Auf jeden Fall ist es mehr zu, als es vorher noch war. Also ich werde mir da offscreen mal so ein bisschen Zeit nehmen ab und zu und das wieder herrichten, ne? Habe ich mir zumindest mal vorgenommen. So ganz extrem stört es mich jetzt im Moment noch nicht. Ja, das passt schon. Das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Ah, guck mal, wenn ich von weiter weg hingehe. Bauschaummäßig. Ich finde, das ist wie Bauschaum, Leute. So, jetzt pass auf. Ich muss tatsächlich mal gucken, dass ich uns jetzt hier nicht überfordere damit. Ich will jetzt nämlich ernten gehen, geschwind. Dass wir da auch mal wieder ein bisschen was rankriegen. Wenn ich von hier. Ja, du könntest vielleicht auf deine Basis da hochstellen. Weißt du, hier so. Ja. Wieso kann denn der jetzt nicht gedreht werden, der blöde Hund? Ich kann ihn größer machen. Ich glaube, das ist absichtlich. Aber guck mal, guck mal. Wir kriegen es rübergezogen. Wisst ihr, was ich meine? So, und dann werde ich später mit dem Manipulator nochmal drüber gehen. Und werde das wahrscheinlich eine kleine Stufe kleiner machen. Und so ein bisschen runter ebnen halt, ne? So, das ist ein schöner Ton. Jetzt sieht es doch schon mal perfekt aus fast. So, meine Lieben, pass auf. Wir gehen ernten. Wir gehen ernten. Das ist halt eine Pflichtarbeit, die wir jetzt immer wieder mal mitmachen müssen. Ich werde auch hier das ein oder andere Mal vor der Folge oder nach der Folge ein bisschen ernten und neu einsetzen, damit wir da wirklich vorwärts kommen. Wunderschön ist halt, dass das alles innen drin liegt. Hoppla, die muss ich auch noch irgendwann umbauen. Da muss ich unten drunter eine Ebene ziehen, Decken drauf und dann geht's, gell? Und da habt ihr auch gesagt, in den Kommentaren habe ich auch gelesen, ich kann Form und Farbe von dem Dings hier verändern. Das will ich jetzt mal schauen, ob das stimmt. Oh, er lässt mich nicht mehr ins Bau. Musst du denn jetzt erst wechseln? Ich komme nicht ins Baumenü rein. Und die Drohne, ist die auch schon wieder drin? Guck mal, ich kann jetzt hier nicht hin und her wechseln. Der ist noch irgendwie auf dem Terra-Manipulator gepolt. Ich gehe mal raus, mache hier die Geschichte rein. Jetzt geht's wieder. Wirkt für mich wie ein Bug. So, pass auf, nochmal zurück. Das muss ich natürlich jetzt testen, wenn ihr mir das schon geschrieben habt. Ich kann die Farben ändern von den Innenpflanzen, von den Dekopflanzen. Das will ich unbedingt wissen, ne? So, ja klar, Leute.
Danke für den Hinweis. Was nimmt man da? Mal das hier? Ja, du kannst hier richtig Gas geben. Oh, coole Geschichte. Wäre natürlich cool, wenn man die so ein bisschen. Ah, jetzt muss irgendwas Auffälliges sein, finde ich schon wieder. Am besten das hier mal probieren. Bäm, oder? Ja, dann wirkt die viel schöner. Und die würde ich in zu einem Rotstich machen. Hau mal den in den Rotstich. Hier ist ein Rotstich. Ja, schön. Schön. Gefällt mir. Die könnten nämlich gerade von Musterhausen sein hier. Und die gelbe von irgendeinem nuklearen Planeten. Finde ich super. Finde ich echt super. So, dann trollen wir mal hier durch. Hier habe ich natürlich auch, der Seitenarm ist ja noch nicht fertig, Leute. Hier kommt auch noch was dazu. Das werden immer kleinere Bauabschnitte. Ganz wichtig, der Tunnel und die obere Ebene müssen wir jetzt anzeichnen, dass wir die Exo-Fahrzeuge unterkriegen. Weil unten ist ja nur eine Kern. Da ist der Kern mehr oder weniger von der Basis, wo dann der Basiscomputer steht. Leute, schaut's eng an. Schaut's eng an, was wir schon geschafft haben hier. Sterndorn haben wir gesagt, macht nur 25. Ne? Ich brauche also einen Überhang an Sterndorn tatsächlich später. Ich muss ganz kurz reingehen, gucken. Ey, das wird schon schön. Und wir haben es am Schluss, haben wir zusammen, waren wir dabei. Weißt du, wie ich meine? Dann können wir sagen, ich weiß noch, wie er es aufgebaut hat. Ich finde es total gut. Sterndorn, meine Lieben. Sterndorn braucht Paraffinum. Und wir brauchen für Sterndorn, wir können zwei Sterndornpflanzen ansetzen, Paraffinum und Sterndorn durchgucken, geschwind. Schauen wir mal, Paraffinum ist hier. Pam, pam, hau ich schon mal dahin. Ich muss eh nochmal aufräumen, bevor wir gehen. Ich will die Blueprints freischalten, die Dekos, Leute, da habe ich voll Bock drauf. Deswegen gehen wir eine kleine Tour machen gleich. Sieht jemand Sterndorn? Hier ist eine Sternknolle. Oh, 46 nur. Egal, ich kann sie gleich wieder wegräumen. So, hinein in die Computergeschichte hier. Bum, bum, Paringa und Kazenga, sagt er immer. Rein, rein und Sterndorn soll es sein. Eine, zwei. Für eine dritte reicht es leider nicht. Aber guck mal, jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 Sterndörnlen hier angesetzt. 6. Hier ist ja auch noch eine. Weiter geht's. Weiter geht's in unserem Ländle. Hier, die Kakus Takus Maktaen. Er schwätzt halt irgendwas. Kaktusfleisch, Kaktusfleisch, noch mehr. Jetzt haben wir vier Kakteen. Die machen wie viel? 2, 3, 400. Das ist schon mal gut. Was macht der Kaktus echt 100 pro Einheit, Leute? Der macht ja dann nochmal. Das ist ja dann praktisch. Ich brauche für einen Kaktus vier Knollen. Ah ja, da kommen wir schon hin. Wir bauen es jetzt einmal so auf. Und was uns fehlt, wenn wir dann in zusätzlichen Gewächshäusern anlegen. Ne? Jetzt pass auf, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Das werde ich mir auch nie merken. Deswegen gucken wir da jetzt rein, weil wir es können. Wir gehen hinein. Und wir müssen jetzt in die Deko-Geschichte. Wo waren die? Nicht in die Deko, in die Pflanzengeschichte. Paringa und Kazenga. Der Kaktusfein ist hier. Pyrit. Wir brauchen Pyrit. Also, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich räume das schon mal wieder weg, weil das sind wir durch. Glaube ich. Ja, der andere Container ist ja noch nicht belegt, ne? Dann können wir eigentlich Sternknollen wegmachen. Dann haben wir das durch. Und jetzt brauchen wir Pyrit, Leute. Und Pyrit hatten wir auch ganz viel. Ich bin immer noch der Meinung, hier wäre es nicht schlecht, gerade für die Computerspieler, so ein kleines Suchfeld, wo man Pyrit jetzt eingibt. Und dann springt es direkt dahin und leuchtet alles andere aus. Pyritimitti, da müssen wir demnächst auch wieder einkaufen, schätze ich mal. So, Leute, ein bisschen fluckiger geht es ja schon. Es ist ja nicht so, dass es immer noch so langsam ist. Es geht schon ein bisschen schneller, ne? So, ich muss nur eins rüber. Nee, zwei rüber. Pam, Pam und Kakteen. Eine können wir, zwei können wir, drei können wir, vier können wir, fünf können wir, sechs können wir. Sieben? Oh, die habe ich ganz vergessen. Leute, der Kaktusstall ist voll. Der Kaktusstall ist voll, den haben wir echt voll gemacht. Geile Geschichte, oder? Wie sich so langsam Stück für Stück alles in die Richtung bewegt, die wir es brauchen. Und für Polyphaser braucht man tatsächlich weniger Kaktus, mehr Sternknolle. Damit ist das Kaktusding voll hier, Leute. Beim nächsten Mal ernten wir schon für unser erstes Polyphaser. Ich werde demnächst eine kleine Farmtour mit euch machen. Sternenknollen holen, dass wir die Behälter hier voll kriegen, ne? Wir haben praktisch jetzt 100 Kaktus auf im Verhältnis 50. 100 Kaktus auf 50 haben wir, Leute. Ne? Also wir haben zwei Container Sternenknollen mit 25er Ernte. Das heißt, wir kommen ungefähr plus minus, ne? Müssen wir mehr Sternenknollen wahrscheinlich pflanzen. So, Leute, ich flitz kurz rüber. Gehen wir mal in die Richtung. Es gehört halt dazu. Beim nächsten Mal sind wir aber unterwegs. Ah, ich erinnere mich. Die Sonnenrebe. Und die hat einen Ertrag von 50. Ne, Sonnenrebe macht auch 100. Dann ist es hier dasselbe Spiel, ne? Das ist, was ihr geschrieben habt in den Kommis, ne? Sonnenrebe, bla bla, braucht mehr. Ich glaube, die Sonnenrebe haben wir auch weniger Bedarf, ne?
Ich guck mal kurz rein. Wir brauchen natürlich als nächstes noch den Hitzekondensator. Nee, Solanium brauchen wir tatsächlich mehr. Also ist Solanium nicht schlecht, dass es einen 200er bringt. Dann sind wir. Dann müsste ich aber zwei Frostkristallbehälter machen, ne? Leute, jetzt muss ich mal kurz gucken. Dann müsste ich zwei Frostkristallbehälter machen. Weil Frostkristalle brachten nur 50, richtig? Ja, dann bauen wir da drüben nämlich jetzt Frostkristall noch an dem zweiten. Und dann haben wir hier auf jeden Fall das Verhältnis schon mal gewahrt. Natürlich, eine, zwei Pflanzen durcheinander wird es schon sein, weil ich habe ja nicht überall in jedem Raum die gleichen Plätze zum Bepflanzen. Oder ich bepflanze nicht alles gleich, weil wir verschiedene Eingänge haben, ne? Guckt ihr das an, Leute. Dann machen wir den zweiten Frostwurzraum hier rein. Pass mal auf. Der war dann, hier wäre der dann gewesen, ne? Ich gehe wieder ins Menü, weil ich nicht mehr genau weiß. Ihr kennt es ja. Dann hier rüber, zwei in die Richtung. Zwei in die. Dioxid. Dioxid, Leute. Da würde ich sagen, der Kaktus, da hätte man noch einen pflanzen können, aber brauchen wir ja nicht. Kaktus und Pyrit wieder zurück. Ich würde auch sagen, die Metall. Ne, da haben wir keinen Platz mehr. Ich muss nachher ein bisschen was verbauen, auf jeden Fall. Solanium müssen wir auch noch anpflanzen. Pass mal auf, machen wir jetzt gleich in einem Aufwasch. Wir brauchen für Solanium, was waren das nochmal? Kennt ihr das alles schon auswendig? Habt ihr auch so eine Gartenaffinität? Also, ich brauche Dioxid und Phosphor. Alles klar, dann gehen wir hier wieder ins Menü. Dann gehen wir in unseren Container. Dioxid und Phosphor. Ich glaube, Phosphor könnte knapp werden, Leute. Dioxid und Phosphor. Demnächst bauen wir unsere erste Schaltplatte, Leute. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann verkaufen wir das. Und dann freuen wir uns mal richtig über unsere Kohle, oder? Dioxid haben wir hier. Reichen die? Ja, ich mache nochmal eins hin. Und wir brauchen noch Phosphor. Aber ich würde gerne irgendwas auch wegräumen. Das räumen wir schon mal weg. Natrium können wir eigentlich auch wegräumen, eins. Und jetzt holen wir uns noch Phosphor. Der müsste ja irgendwo noch rumliegen. Es war so ein rotes Symbol. Hier ist Phosphor, Leute. Bam, bam. Zweiter Container haben wir gesagt mit Frostblumen. Ich finde es schön. Ich finde es auch vor allem schön später, wenn wir dann zurückblicken. Ich mag das einfach, wenn man das zusammen gemacht hat irgendwie. So, eine. Zwei. Drei. Da haben wir auch noch eine hin. Sieht doch gut aus. Hier noch eine. Hier. Hier. Ja. Ey, das sieht fast so aus, als ob es reicht. Komplett. Den können wir auch noch pflanzen, würde ich sagen. Und den auch noch. Nur nicht vor die Türe, ne? Leute, wir haben den kompletten Raum Frost voll. Das heißt, hier sind jetzt zweimal Frost und einmal Solanium. Da muss ich noch gucken, wie viel uns da fehlen. Frost, Frost und Solanium. Solanium, Solanium. Hier würde ich dann tatsächlich weitermachen. Okay, wieder rein ins Menü. Zack, zack, zack. Und eins rüber, bam, bam. Dann waren wir hier in die Richtung unterwegs vorhin. Nee. Solanium, Solanium, du bist gar nicht so dumm. Da setze ich auch noch eins hin. Dann können wir doch jetzt hier, wenn das bepflanzt wäre komplett, und das schaffen wir jetzt, ich sehe es gerade an den Zahlen. Leute, dieser Bereich ist voll. Wir können jetzt auch in der nächsten kleinen Baurunde hier am Gewächshaus unten die Fundamente setzen. Super Geschichte. So, beim nächsten Mal, wenn wir durchlaufen und ernten, Leute, ist das Zeug voll ausgewachsen und die komplette Behälterreihe hier, die boomt. Die boomt. Freue ich mich drauf. Das ist super. Also man merkt, dass es weitergeht. Hier die schönen bunten Fleisch. Ja, super Geschichte, super Geschichte. Okay, pass auf. Ich wollte noch ganz kurz einen Test machen. Dann räume ich ein bisschen auf und dann zischen wir los. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal dann die Quests erst erledigen können und auf jeden Fall Technologiemodule farmen. Also morgen in der Folge. Müssen wir. Wir müssen das schön machen. Das wird richtig gut. Pass auf, wir gehen kurz raus. Ich weiß nicht, ob ich genug Mats jetzt einstecken habe. Und zwar träume ich ja davon, dass das hier die Fundamentstütze wird, die Hauptsäule. Huch, Alterle hängt da gerade ein bisschen fest. Das würde bedeuten, ich möchte hier was anderes haben. Nicht die viereckigen Würfel. Jetzt kommt natürlich das Problem, dass wenn ich das wieder abbaue, dass ich noch weniger Platz habe, ne? Ich schmeiß mal alles in den Container, was er noch so aufnimmt. Gut, da will er nichts mehr. Dann haue ich das ihm rein. Glas ist leider auch vorbei. Sauerstoff würde ich ja eigentlich lieber hier lagern. Okay, wir müssen uns hier ein Ding holen, Leute. Müssen wir uns ein bisschen merken, dass wir einen Exo-Anzug-Hochleistungs-Inventarslot brauchen als nächstes. Den kaufen wir uns auch. Pass auf, ich probiere mal weiter. Sauerstoff lasse ich jetzt hier drin. Auch hierfür haben wir keinen Platz mehr.
Pilzschimmel kann hier eingelagert werden, das ist sehr gut. Ferritzstaub, keine Möglichkeit, keine Chance. Auch keine Chance. Ja, dann haben wir jetzt hier, das ist, ja, ich muss halt ein bisschen was verbauen, ne? So Leute, ich gehe ganz kurz nochmal ins Baumenü, das will ich jetzt noch rausfinden und dann ziehen wir los. Ich gehe in die Cubes. Haben wir. Beim Cube haben wir sowas nicht. Wir haben keinen Blindcube in dem Sinne. Ich zeige euch kurz, was ich mit Blindcube meine. Vielleicht weiß ja jemand von euch, ob es denn da die Möglichkeit gibt, dass man sowas als Blueprint irgendwann bekommt. Ich muss nur rausfinden, wo die Geschichte. Doch, hier ist es. Das habe ich gesucht, Leute. Das hier. Das hier hätte ich gerne als Träger. Jetzt kostet es natürlich noch weniger. Dann haben wir die Pflasterung. Dann haben wir das Viererfundament, Einserfundament. Dann haben wir die Greisdinger. Das können wir oben später benutzen. Ja, das möchte ich eigentlich hier. Und dann sieht das Ganze erstmal. Ich mache jetzt mal nicht alles weg, sondern nur mal die hier. Und so kannst du dir dann eine Basis bauen, die schwebt, ne? Ist auch geil. Wo waren das jetzt drin, Leute? Das war bei den Fundis. Bei den Fundis. Um mal wieder Fundi zu sagen hier. Fundi Schlundi. Genau. Ja, da war schon richtig, Alterle. Musst du nochmal. Ja, es wirkt ein bisschen verloren, ne? Aber nachher filigraner. Und da stehe ich ja drauf, ne? So, dann machen wir das hier so. Ja. Jetzt, weißt du, jetzt nimmt es schon mal Form an, halt. Oh, das ist eine geile Geschichte. Da musst du ein bisschen vorlaufen. Nee. Dann musst du hier hochgeschwind. Dumm, die dumm. Ja, Leute, das sieht doch schon viel, viel basischer aus. Kann man das sagen? Basischer? Nimmt man am besten die Worte nicht so für bare Münze, die ich so von mir gebe als. Hier will ich natürlich auch Material ändern. Beton, Rost, Stein, Holz, Beton. Beton oder Rost? Ne, Rost hatten wir ja schon mal. Stein? Wie sieht ein Stein aus? Wie sieht denn das aus, wenn ich das so mache? Oh, da muss ich mir Zeit nehmen. Huch, Entschuldigung. Alterle, Alterle, zieh raus, weil. Oh, da muss ich mir Zeit nehmen, weil ich hätte es ja schon gerne in so einer Signalfarbe. Pass mal auf, ich gehe mal. Ich nehme mal Rost kurz und würde so mal machen. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Rost. Verändert das überhaupt seine Farbe? Minimal, gell? Nee, das ist nichts. Das soll ja nicht unbedingt. Rostig könnte es aber schon sein, wenn ich Stein nehme, Signalfarbe. Jetzt hat es auf jeden Fall gelb mit drin. Was ich persönlich gut finde. Müssen wir ein bisschen rumspielen. Also, dann haben wir praktisch die erste Stützsäule hier verankert. Jetzt muss ich mir als nächstes dann Gedanken machen um diese Plattformebene hier. Und da bin ich nämlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht sicher, ob ich das so will. Ich muss noch mal ganz kurz rein. Ich muss jetzt ein bisschen probieren. Wenn ich jetzt. Oh! Guck mal, wie der Cube aussieht. Mit dem Mauerwerk innen drin. Oh, das gefällt mir aber gut. Oh, das gefällt mir wirklich gut. Da wird wahrscheinlich alles umdesignt am Ende. Warte mal ab. Die haben wir ja schon festgestellt, die geht nicht. Nur innen. Nur innen. Geh noch mal kurz ein bisschen durch hier, ne? Dass wir irgendwas Geiles noch übersehen haben. Die Pflasterung hebt ja hier nicht. Ja, das wäre auch gegangen, aber das will ich nicht hier haben. Das kommt später außen hin. Ja, die Dinger sind natürlich krass. Die Frage wäre jetzt. Ah, muss wieder wirken, Leute. Kennt ihr das? Dass ihr erst einmal irgendwie drüber schlafen müsst, bevor ihr es entscheiden könnt. Wieso geht denn deine Taschenlampe schon wieder nicht? Also der Cube gefällt mir übrigens sehr gut mit dem Mauerwerk innen drin. Muss ich jetzt mal gerade an der Stelle sagen, Leute. Hier unten, das finde ich technisch total gut. Das finde ich technisch total gut. Hier werden wir natürlich noch ein bisschen designen. Dann geht es raus in die Ärmel, raus in den Tunnel und später hier raus wahrscheinlich ins Lager. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Bin ich über mein eigenes Zeug erschrocken, wie geil es halt aussieht, ne? Jetzt sollen wir mal den Turm oben kurz? Ich will es mal angucken. Ich möchte es nur mal angucken. Wenn ich jetzt hier reingehe und ich sage, ich hätte gerne Stein, gelb. Das gefällt mir. Das passt vor allem auch unheimlich gut zum Giftplanet, dieses Gelb zwischen dem Grün. Lass ich mal auf uns wirken, ne? Lass ich mal auf uns wirken. Ich mag gerade diese Backsteinstruktur, die sich da drin so ein bisschen ergibt. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir halt, Leute. Kann sein, dass ich das ganze Ding hier, die Ausläufer in Gelb mache, die Gartenausläufer. Wir können ja Farben vor allem ändern, wie wir. Aber guck mal, die hat da auch gleich mitgemacht. Ja, das machen wir.
Wir machen jeden Produktionsstrang, den wir haben, also links einen raus, den machen wir jetzt in diesem Gelb und den anderen drüben in einem feurigen Rot oder so. Das machen wir. Wisst ihr, was ich meine? Das hat nämlich absolut Signalfarbe. Das gefällt mir gerade tierisch gut. Haben wir den schon gefärbt? Ja. Da überlege ich noch, ob ich das hier auch mache. Ja, das machen wir hier komplett gelb. Das färbe ich aber vielleicht auch offscreen kurz durch. Dann könnte ich es euch beim nächsten Mal zeigen, wenn ihr wollt, ne? Leute, das ist bissig. Das ist bissig. Das sind wir. Das passt. Das ist geckig. Geckig und bissig. Den haben wir noch vergessen. Gefällt mir. Gefällt mir tierisch gut, meine Lieben. So. Dann wird es hier praktisch so der gelbe Strang mit den Blumen drin. Da musste noch irgendwas ändern. Ich meine hier, da hast du ein Fenster reingebaut. Dann fe ah ja, ich habe das ja nachträglich. Das machen wir jetzt kurz, dann ist es fertig, Leute. Das machen wir jetzt eben. Ne, du hast die Fenster. Waren die hier drin? Ja, diese Fenster. Gut, muss ich auch beim nächsten Mal machen. Material umschichten, ne? Wisst ihr, was ich meine? Kann aber sein, dass ich es hier dann anders färbe, dass der ganze Turm in der Struktur dunkler wird. Dann die entsprechenden Bereiche, die begehbar sind, die werden ein bisschen leuchtfarbener. Links raus gelb, hinten raus eine feurige Rotgeschichte gesucht. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Das kriegen wir hin, Leute. Das wird. Giftschutz nimmt schon wieder ab. Okay, damit lebe ich aber. Das habe ich ja im Vorfeld gewusst. Da beschwere ich mich auch nicht. Jetzt pass auf, wir gehen kurz rein, sicherheitshalber, damit der Alterle hier ein bisschen aufatmen kann. So, meine Lieben. Giftschutz stabilisiert sich. Wir räumen ein ganz kleines bisschen auf, wenn es noch in irgendeiner Form geht. Aber ich habe das Gefühl, habe ich ja gerade durchgeschaut, ne? Da geht nicht mehr viel. Wir haben. Ah, doch, das Kohlenstoff, für das kann ich noch ein Plätzle suchen. Das kriege ich hier reingeballert, wenn da nicht noch was drin ist. Da hast du schon mal Idee gehabt, hä? Machst du den Kohlenstoff auch noch hier ran? Ausgabe besetzt, ist doch wurscht. Hauptsache, das ist da drin aufgehoben. Ein Plätzle gespart. Ansonsten haben wir halt alles voll geballert, ne? Ist aber normal, wir sind in der Baurunde. Ich brauche diesen Exo-Anzugplatz, deswegen machen wir die Quest. Da kommen wir in irgendein neues System, schätze ich jetzt mal. Und da können wir natürlich dann entsprechend ein bisschen ausräumen. Ansonsten habe ich jetzt alles durchgeschaut. Reines Ferrit. Oh, komm, ich räume das jetzt einfach mal da hoch. Wir brauchen ja nicht allzu viel. Ich will ja nur Module farmen gehen. Leute, das wird auf jeden Fall eine geile Geschichte. Jetzt gehen wir erstmal durch unseren Tunnel. Ja, das wird schon. Das sehe ich schon, dass das cool wird. Und diese Stützsäulen, die waren mir jetzt persönlich wichtig, dass das ganze Ding oben schon mal einen anderen Träger hat. Finde ich gut. Jetzt habe ich noch einen Probiererle, bevor wir abhauen. Wie geht denn das ab, wenn ich hier Cubes ranhole? Die sind dann frei setzbar. Das heißt, ich kann uns da oben auch eine Plattenkonstruktion hinmachen. Das würde ich vielleicht sogar vorziehen. Da müsste ich aber mal in die Metallkomponenten. Er snappt halt nicht, ne? Das will er mich hier nicht snappen lassen. Schade drum. Schade drum. Schade drum. Ich hätte es gerne hier einfach frei hochgesetzt. Ja, aber mir gefällt das jetzt schon wesentlich besser. Und da müsst ihr euch vorstellen, auf der Ebene, wo ich jetzt mit dem Cursor bin hier, auf dieser Ebene, das wird ja die EG-Ebene von unserer Basis. Da wird dann, wenn auch die Rover außenrum stationiert, da kommen die Trägersäulen raus. Oder vielleicht eins höher. Schauen wir uns an die Tage. Jetzt flitzen wir erstmal los. Das machen wir noch zusammen. Wie gesagt, ich will beim Polo vorbei. Schauen, ob der noch ein bisschen was hat in Dekomaterialien oder in Deko-Blaupausen, die wir verwenden können. Wir machen aber natürlich jetzt erstmal hier unseren kleinen Rundflug. Gucken uns die Änderungen an. Machen wir auf jeden Fall Gas raus. Ja, also guck mal, da hinten sehen wir jetzt schon. Jetzt müssen wir anfliegen. Jetzt müssen wir anfliegen. Kurzer Moment. So, meine Lieben. Gas raus. So. Ja, es ist halt gerade dunkel. Das machen wir natürlich die Tage nochmal. Rechts baut sich so langsam der Garten-Dings auf. Das ist jetzt nur ein Bereich davon. Links wird ein zweiter Bereich sein. In der Mitte geht dann die Basis hoch und verteilt sich dann über den Krater. Wie eine große Spinne wird es nachher sein. Und wir haben einen Tunnel. Sollen wir mal probieren, ob wir durch unseren Tunnel durchfliegen können, Leute? Komm, wir gucken mal. Oh. Alter, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Zieh rum. Und hängen geblieben. Das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Ich sehe das Gebäude als. Guck mal, hier das Gelb, ne? Leute, das wird, das wird. Das wird. Und ich freue mich jetzt schon so über alle Maßen, wenn wir dann später die ganzen Deko-Sachen überall verteilen. Kleinigkeit hier, Kleinigkeit da. Und dann ist es so ganz individuell unser Dings, unser Bäsle. So.
Ich gehe mal kurz auf die Star Map. Ich will gucken, wo der uns hinlotst. Ich brauche nämlich wahrscheinlich noch Dings, eine Warpzelle oder so. So, lass mich mal gucken. Das hier blinkt. Hier sollte man auf jeden Fall Anmut Purp. Unerforscht. Da sollte man mal kurz hinswitchen, die Tage. Aber beschädigte Archive wäre hier. Waren wir da nicht? Da waren wir doch schon, oder? Hightech, Hyperantrieb. Hat keinen Treibstoff, ist klar. Hier waren wir, glaube ich, schon, Leute. Das heißt, wir brauchen hypermäßig. Muss ich uns herstellen? Reicht mir natürlich jetzt in der Folge nicht mehr. Das heißt, wie ich würde sagen, wir gehen zur Raumstation. Ich logge da aus und beim nächsten Mal komme ich mit einer Warpzelle 2. Dann machen wir die Questgeschichte hier fertig, schauen beim Polo vorbei. Und dann geht es ans Material verschleusen unten. Wir haben ja jetzt genug Material, dass wir da eine gute Baurunde hinbekommen. Jetzt lass mich mal überlegen, fliege ich darüber? Ja, komm, ich fliege darüber. So geht's dann also jetzt erstmal hier weiter, Leute. Moment. Also ich richte jetzt unser Schiff her, dass wir das erledigen können, die Quest. Dann suchen wir Technologiemodule, holen uns Deko ran, beim Polo Deko ran, dann machen wir unser Tunnel schön fertig, sodass er brauchbar ist. Und dann geht's an die Gärten. Wir haben jetzt jede Menge reines Ferrit und Glas, dann bauen wir da fertig den zweiten Arm. Und dann wird das schon. Und immer zwischendrin am Kernpunkt von der Basis ein bisschen Sachen probieren, was man alles machen kann. So habe ich mir das vorgestellt, dann kommen wir auf jeden Fall an unsere Blueprints, die noch fehlen. Und an die Exo-Fahrzeuge, die noch fehlen. Dass wir wirklich alles aufbauen können, schön. Und dann holen wir uns vielleicht morgen mal aus Spaß einfach aus Musterhausen den ersten Mitarbeiter rüber, dass ein bisschen Leben reinkommt. So, meine Lieben, das war die Mittwochsrunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe ja, wie soll ich es erklären, dass mit dem Bauen und so, dass ich so ein bisschen hin und her pendeln will. Ich hoffe, da komme ich auf Verständnis, dass wir ab und zu mal eine Quest reinmischen, ne? Dass nicht ganz so sedil langweilig wird, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder zur alten Uhrzeit. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und... Jetzt habe ich gerade gedacht, das Raumschiff ist weg. Und bis morgen.